erste European Trading Card Tour Show ist zu Ende und Leute, was soll ich sagen, was ein überragender Samstag in München. Es war echt Hammer, Leute. Ich kann euch, ja, für die, die dabei waren, wissen, wovon ich rede, für die, die nicht dabei waren, kriegen hoffentlich heute einen kleinen Eindruck davon. Ich habe meine Kamera mitgenommen, bin ein paar Runden gedreht durch die Show, habe versucht, da ein paar Eindrücke festzuhalten. Diese Runden haben teilweise sehr, sehr, sehr lang gedauert, weil ich viele, viele tolle Gespräche mit euch führen durfte. Von daher, ja, wurde ich immer mal wieder unterbrochen. Nichtsdestotrotz, hoffentlich kriegt ihr einen ganz guten Eindruck. Und für die, die dabei waren, nochmal einen kleinen Recap oder eine kleine Erinnerung an diesen wundervollen Tag, der viel zu schnell zu Ende gegangen sind. Ich bin morgens ab, ich glaube 5 Uhr ist ungefähr der Zug ab Frankfurt losgefahren. Mit dem lieben Gretzky Collector Zauselbart bin ich losgefahren hier aus Frankfurt. Mein Patenkind war noch im Zug dabei und sein Kumpel sind nach München gefahren, haben dort meinen besten Freund getroffen, der in München wohnt, der sich das Ganze mal geben wollte, dem ich immer natürlich davon erzähle, was ich hier so mache, der das auch mitkriegt. Und der tatsächlich dann auch den ganzen Tag da geblieben ist, was ich ja nicht ganz damit gerechnet habe, aber er fand es so spannend, hat viel dazugelernt und hat selber damals auch Upper Deck Karten gesammelt. Deswegen findet er es extrem spannend oder fand er es extrem spannend. Und ja, wir sind dort eigentlich fast den ganzen Tag geblieben. Bis, glaube ich, 6, 6:30 ungefähr mussten wir dann Richtung Bahnhof, weil mein Zug zurück nach Frankfurt gefahren ist. Und ja, Leute, wie gesagt, ich habe so ein paar Eindrücke vor euch festgehalten, jetzt zusammengeschnitten und hoffe, ihr kriegt so, wie gesagt, einen kleinen Eindruck. Am Ende des Videos gibt es nochmal so einen kleinen Recap von meiner Seite. Ich zeige euch 1, 2 Geschenke, die ich vor Ort bekommen habe, die mich sehr, sehr gefreut haben. Und ja, jetzt, Leute, viel, viel Spaß.
München und wir haben zwei wunderbare Gäste hier. Marius Zu, Paul Zipser. Willkommen. Was treibt euch gegenseitig privat? Ja, ab und zu mal hier die Messe einfach angucken und jetzt sich gut gebrochen. Meine eigenen Karten mal erkundet. Ja, was er also machen für. Eigentlich ja richtig gespielt. Sammelst du auch? Ich habe früher viel gesammelt, würde ich sagen, als Kind. Fußball. Eben die ganzen Lehrbilder und so weiter und darüber was gemacht. Ja, deswegen würde ich sagen, das ist ganz gut. Aber wäre das für dich auch, ist das ein erklärtes Ziel? Ist sowas ein Ziel? Oder sag ich jetzt mal, ich bin jetzt erstmal in der Linie. Einfach halten. Ich würde sagen, dass wir dann Hausaufgaben machen. Ich bin ja noch jung und habe noch Zeit, deswegen da sehe ich erstmal meine Zukunft mit dem Christen und meine Hilfe. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was da los war am Samstag. Die erste Tour mit wirklich großen Namen auch am Start. Auch nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus USA, eBay, Trace & Chase, The Card World, natürlich BB Brothers, ich will da keinen vergessen, und die ganzen kleinen Händler, kleineren Tische. Es gab so viele spannende Dinge anzuschauen. Und ja, Leute, wie es so oft ist, auch bei den letzten zwei Shows waren,
Ich habe nicht so viel Zeit damit verbracht, selber Karten zu gucken. Ich habe es am Ende tatsächlich dann doch nur mal 2-3 Runden geschafft, durchzulaufen. Hab aber nicht so viel Zeit dafür genommen, sondern wirklich für die tollen Gespräche mit euch vor Ort, wo wir uns vorher meistens nur digital kannten oder eben dann den einen oder anderen wiedergesehen haben. Deswegen freut mich das immer extrem. Es ist wie so eine Art Klassentreffen, wenn man da hinkommt, aber schöner. Also muss ich echt sagen, ist spannende Gespräche, euch dann nochmal in die Augen zu gucken, über das Hobby zu quatschen und aber auch andere Dinge zu quatschen. Von daher fand ich es sehr, sehr gelungen. Ich freue mich sehr auf die nächste Show. Also ich war abends auch echt schlagkaputt. Das war aber bei allen Shows bisher der Fall. Nichtsdestotrotz bleibt das auch tief in Erinnerung, dieser Tag, das weiß ich. Ich bin da rumgegangen und die einen oder anderen haben mich wiedererkannt. Ihr wisst ja meistens, wie ich aussehe. Ich weiß weniger, wie die meisten von euch aussehen. Deswegen bin ich da mal ganz froh, wenn ihr mich ansprecht. Und der eine oder andere hat mich angesprochen, der mich aus YouTube kennt, aus dem Podcast kennt, aus Twitch kennt von DBT und so weiter und so fort. Ja, und drückt mir dann die ein oder anderen Geschenke in die Hand. Ich habe da ein paar bekommen, ein paar habt ihr auf Instagram schon sehen können. Schaut da gerne mal auf Instagram vorbei. Ich will da auch keinen vergessen, aber vielen, vielen Dank an alle, die nicht nur für die Geschenke eben, sondern vor allen Dingen für die Gespräche. Zwei besondere Geschenke für meine Personal Collection, das finde ich macht das Hobby so ein bisschen auch exemplarisch für alle anderen, wollte ich dir euch mal zeigen, und zwar einmal von dem lieben Gretzky Collector, der mir einen tollen, der weiß, oder viele von euch wissen, dass ich Isaac Bonger als meine Personal Collection habe, der mir hier so einen tollen Zeitungsausschnitt von Bonga mitgebracht hat, mit einer Unterschrift drauf, aus seiner Zeit noch von den Skyliners, was ja auch der Grund ist, warum ich den guten Bonga sammle. Jetzt hoffe ich, hat man das ganz ordentlich gesehen in der Kamera. Und der gute Shacknatic, der auch Isaac Bonga in seiner Personal Collection hat, aus München kommt und dementsprechend da eine ganz gute Connection zu Bonga hat, der ja inzwischen in München spielt. Und mir auch hier ein Stadionmagazin zweimal gleich unterschrieben hassen hat von Bonga. Das heißt, zwei oder drei insgesamt eigentlich neue Unterschriften von Bonga in meiner neuen Sammlung oder in meiner Sammlung. Von daher dickes, dickes Dankeschön an euch, aber eben auch, also Gretzky Collector und Shacknatic, aber auch exemplarisch an alle anderen. Ich habe Spenden für die Kids bekommen, ich habe Packs bekommen, ein paar Karten, also sehr, sehr spannend mit euch dort den Tag verbracht zu haben. Von daher nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Ich freue mich auf die nächste Show. Ihr wisst, Car Trips, wir können gemeinsam auf die nächsten Shows auch fahren. Die Planungen laufen für nächstes Jahr. Die erste Show voraussichtlich im Februar, März in den Staaten. Es sind noch weitere Ideen dazugekommen, auch auf der Car Show. Der eine oder andere hat mich dazu angeschrieben. Mal schauen, was da noch geht. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich tue es und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Kartshow oder eben auf YouTube, Twitch oder im Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Ciao.